Seit Mitte der 70er Jahre ist er das Wahrzeichen Westerlands, der Funkturm. Das Fernseh- und Radioprogramm bringt er uns in die Wohnzimmer, aber auch der Funkverkehr aller Rettungskräfte läuft über den Turm und auch das Bundesverteidigungsministerium nutzt die Anlage im Herzen der Inselmetropole. Eine Anordnung des Ministeriums hat nun eine 2,5 Kilometer breite Sicherheitszone rund um den Funkturm verfügt. Keine elektrischen Wellen dürfen den Funkverkehr stören. Diese Anordnung ist allerdings ein wenig zum Schmunzeln, denn neben Windrädern dürfen auch keine Seilbahnen gebaut werden. Mit letzterem ist auf Sylt in Ermangelung von Bergen aber voraussichtlich nicht zu rechnen.